Mir ist das auch schon egal. Wir werden sterben, oder? Wir sind total schwach. Oh mein Gott. Boah. Alter, ich mein Herz. Ich halte das nicht mehr aus hier. Herzlich willkommen, Leute, in eine neue Runde Backpack Battles. Wir sind auf Diamond 5 mit dem Reaper. Mal gucken, was wir treiben. Sand. Ich hasse Sand. Mhm. Warte mal. Also wenn wir greedy sind, den Sand wieder verkaufen, der bei jedem Angebot und die Piggy Bank holen. Weil die erste Runde sieht jetzt eh nicht so rosig aus, Leute, ganz ehrlich. Ah. Wir gehen fürs Late Game. Wenn wir vielleicht eine Chance gehabt, wenn wir nicht greedy gewesen wären. Ist denn umsonst quasi? Das holen wir uns alles. So, bleiben Sie hier wieder. Der hat schon seine Schaufel. Oh Mann, ey. Zwei Losses zum Start. Das schmeckt nicht. Jetzt ist auch schon egal. Die Piggy Bags triggern ja nur, wenn man in den Shop kommt. Die bringen nichts in den Sack. Oh, nicht mal verloren. Lucky. Na gut, dann haben wir noch eine Schaufel. Ne, Herb holen wir nicht. Ich glaube, wir holen die Banane. Kannst du nicht hier hin, dann können wir dich auch ein bisschen stärker machen. Nimm mal einen Stein mit. Na, wieder ein Doppelschaufelstart. Aber Flow Diamond ist ja noch ganz gut. Oder auch nicht. Oh oh. Da ist ein Corrupted Crystal. Ich habe schon lange keinen cleanen. Er muss nicht gehastet sein. Keinen cleanen Fatigue-Bild mehr gespielt. Lass machen. Ach, ich hätte noch nehmen sollen. Kacke. 5 Gold übrig. Aber ich glaube, nach der Runde muss ich ins Bett. Wird langsam. Lucky, dass wir gewonnen haben. Das ist auch hier ein Mana-Orb. Wir haben schon 2 Blaubeeren, aber wir könnten auch irgendwas in Richtung Mana spielen. Nee. Das ist gut. Können wir die jetzt noch... Ich glaube, wir machen die nächste Runde. Diese Runde ohne eine Piggy Bank, dass das fusioniert und nächste Runde fusionieren wir das andere. Eins nach dem anderen. Okay. Edelsteine Deck. Habe ich mal versucht, hatte ich überhaupt keinen Erfolg damit. Da wirklich so gar nicht.
Dann können wir die Blaubeeren über kurz oder lang abstoßen. Okay. Das sieht nach einem clean Fatigue-Bild aus. Warte mal. In die Piggy Bank. Ja, let's go. Ripsaw bleibt immer gefährlich. Letztes Leben. Aber die Strong Stones können es schon ziemlich gut. Ne, Karten machen wir jetzt nichts mehr. Nehmen das mal mit. Oh, wir können die auch schon bauen. Uiuiuiuiui. Das gefällt mir. Oh, bitte nicht sterben jetzt. Bitte nicht sterben. Wir werden sterben, oder? Wir sind total schwach. Dann können wir stärker werden. Ich will nicht sterben. Leute, ich will nicht sterben jetzt. Bitte mal. Können wir ja eigentlich. Nee. Bitte jetzt nicht sterben. Bitte nicht. Wir kommen Richtung eines angemessenen Fatigue-Bilds. Wir sterben, oder? Nee, oder? Oh Mann. Puh. Gnadenrunde. So, jetzt haben wir zwei Strong Stone Skins. Das ist schon ziemlich gut. Stein, Piggy Bank. Ne, wir können jetzt nicht mehr Screedy sein. Oh Mann, wir haben kaum stärker geworden, die Runde. Oh je, Augen zu, Leute, Augen zu. Naja, das sieht gefährlich aus. Okay, wir haben schon einiges an Blind drauf. Oh, nice. Okay, Leute, es ist alive, es ist alive. Sollen wir die Bibel nehmen? Ah, wir nehmen sie. Wie viel Mana hatten wir jetzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Oh. Nohohoho, wenn wir überleben. Okay. Wir müssen jetzt hier umbauen. Ich setze mich jetzt richtig hin, Leute. Sekunde. Wir müssen nämlich das Schild jetzt nehmen, dann werde ich verrecken. Und das Schild muss an die... muss an die Strong Stone Skins ran, damit wir hier optimalen Value kriegen. So. Das ist wasted so. Ja, ne, bleib hier, Sack. Der Platz fühlt sich schon mal gut ausgenutzt an. Mr. Struggles. Ja, so. Hier gerne ein Crystal. Der andere Crystal ist dann free. Ach, Knobi hilft auch noch mit der Rüstung, ne? Hier vom Schild. Also müssen wir Struggles 1 runter machen. Können wir hier zwei Knobis legen, dann heißen wir nicht das. Wir brauchen safe noch den Platz, deswegen kaufen wir jetzt die Piggy Banks. Können wir hier noch einen Knobi? Das so.
Dann fehlt uns ein Platz. Ich denke, das ist so am besten, dass wir gehen so rein. Auch ein Fatigue-Bild mit zwei Crystals auch, aber seine Puppe ist gehastet. Aber wir haben mehr Armor-Gain, möchte ich sagen. Haben wir nicht mal. Oh nee. Und der Mach hat uns schon mehr Gift auch gemacht. Oh mein Gott. Boah. Leute. Ich kann ich jetzt nicht brauchen. Ja, aber warte mal. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir den Gegner vereisen, oder? Ist eigentlich ziemlich sick. Mann, es gibt hier so viele gute Sachen. Also nur vom Bauen her ein bisschen problematisch. Und das hier irgendwie so machen, den hier ran. Mr. Struggles in die Mitte. Aber mit dem Vereisen slowen wir die Gegner halt schon heftig. Komm, wir tryen das mal. Dann machen wir den Struggles hier. Und nur gucken, wie kriegen wir das Schild. Ja, das Schild ist jetzt kacke. Müssen wir mit dem ganzen Zeug zurück. Jetzt nicht mehr so eine sick Knobi Connection spielen. Wir haben viel zu wenig Platz. Ja, der muss rein. Okay, der kann hier noch rein. Ja. Platz ist das Problem. Wir können nochmal rerollen. Kein Platz. Ja. Wir versuchen das mit dem Frost. Mal schauen, wie es funktioniert. Auch ein Fatigue-Bild. Frost und Blind. Das kann einem eigentlich nichts töten, oder? Haben wir. Ist Frost und Blind, ist das hier. Ich habe den Stein noch nie gespielt, tatsächlich. So, wir brauchen einen Platz. Und jetzt brauchen wir noch 5 Gold. Das ist aber machbar. Wir müssen das mal fusionieren, ey, 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 ey. Dass wir hier die Shiny Armor hier setzen können. Gut, du kommst weg. Dinkels kommt weg. Bei Blaubeeren. Hm. Ist eigentlich gut jetzt, wenn der schneller ist. Ich will die Steine noch aufheben. Könnte ja sein. Ja, ist schon gut. Fatigue-Bills. Egal, die Fatigue-Bills, die können halt nicht mit Blind, also die haben kein Problem mit dem Blind, deshalb sind die sau strong. Er spielt mit einer Gift-Kombo, aber unsere Rüstung glänzt ja auch. Und wir haben viel mehr Fatigue drauf. Nee, Junge, da ist dein Bild hier ein bisschen. Boah, Leute, ganze Zeit auf einem Leben. Ich mach mir ein Samt.
Ja. Dornen sind uns nicht so problematisch, denke ich. Wahrscheinlich ist das Deck unendlich hoch. Guck mal, alles 30% langsamer von ihm, das ist so gut. Nice. Gräbt eine Pfanne aus. Ja, jetzt hier die rausnehmen, ne? Das ist ja... Kacke. Ne, können die den auch wegmachen? Ach, das war jetzt kompletter Mist. Die müssen ja am Schild bleiben oder sollen am Schild bleiben. Scheiße. Eine billige Bibel. Na gut. Würde ich gerne die Blaubeere haben. Wir müssen mehr Mana regenerieren. Unbedingt. Jodala. Batika 3 Corrupted Crystal. Schön gehastet auch. Er hat mehr Armor, aber keine Health Pots. Er ist gefreezed und geblindet. Wir sind unverwundbar. Er hat mehr Fatigue, wir haben gewonnen. Oh, war zum Schluss sogar noch gleich. Ja, oh Gott, wir haben jetzt also so ein Comeback. Alter Verwalter. Das finde ich nicht schlecht. Wenn wir nämlich uns hochheilen, dann ist ja das Leben immer so weit unten. Aber mit dem ist er ein bisschen höher. Und wenn nämlich einer einen Saphir dran hat, dann kann das ganz schön scheiße ausgehen. So. Kohle. Den Strumpf. Ein Glücksstein. Boah, Alter, was? So früh reingesackt am Anfang mit deinem Sohn Comeback. Ja, halt Tim. Tim ist scheiße. Und seine Karotten glänzen ihm die ganzen Ding hier weg, ey. Boah. Boah, ey. Ah. Ja, wie werden wir jetzt eigentlich noch besser? Noch eine Holy Armor kriegen wir da nicht rein. Naja doch, hier wäre eigentlich noch... Wäre schon ziemlich sick. Wenn wir das kaufen. Da kaufen wir das. Und zweimal Stein. Dann kaufen wir die Holy Armor. Jetzt haben wir nur unseren Haste auf Mr. Struggles verloren. Ja.
Das muss doch hier passen. Was ist das? Bike, Vampir, Gedöns. Eine Karotte, das geht ja noch. Richtig kriegen wir die Debuffs nicht hoch. Okay, ist gewonnen. Wir brauchen mehr Mana. Die Runden müssen wir noch gewinnen. Jetzt haben wir schon wieder zwei Runden, aber es ist schon wieder so zum Zittern. Das ist natürlich jetzt ein guter Call gewesen. Ja, die brauchen wir, glaube ich. Wir kriegen sie halt nicht mehr zusammengebaut, aber wohl im Angebot. Machen wir sie hier rein einfach. Oh. Okay, jetzt haben wir Luck mit dem Zeug auch, muss ich schon sagen. Okay. Oh, hier auch noch ein Loch. Wir sind tot. Oh mein Gott. Boah. Alter, mein Herz. Ich halte das nicht mehr aus hier. Ohne Scheiß. Letzte Runde, jetzt come on, ey. Hätten wir ja sogar noch mal zum Zusammenbauen. Ich suche an einer Slotback. Ja, da ist sie. Mal noch mal eine Bibel hier ranballern. Das machen wir jetzt raus für das. Ich denke, wir können jetzt uns erlauben, eine Blaubeere wegzumachen. Indem wir jetzt den Mana-Orb haben. Ja gut, kriegen nichts mehr unter. Es ist vorbei, Leute. Let's go, letzte Runde. Jetzt komm, oh, über das Comeback des Jahres. Ja, ganz schön wie Vampirismus. Obwohl wir es für Knobi haben. Erste Unverwundbarkeit. Das wird eng. Zweite Unverwundbarkeit. Jawohl, Freunde. Was für ein Comeback. Wir sind mit. Also, wow. Nice. Und da muss ich sagen, Fatigue-Builds sind auch immer super viable. Ich dachte, die funktionieren nicht mehr so gut. Aber doch. Nice. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es bis zum Schluss ausgehalten habt, lasst doch gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut.